Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, eher Casual-Projekt, weil ich einfach Lust drauf habe. Minecraft ist ein geiles Spiel, das ist Minecraft mit Mods. Ich habe auch das, wer Minecraft mit Mods spielt, der kennt sicherlich auch den Technik-Launcher, da habe ich das Ganze auch, als Pack. Wenn er spielen will, der muss halt dann irgendwie einen Kommentar schreiben oder so. Und ich dachte mir einfach, ich mache nur so aus Spaß mal ein Projekt. Ich meine, warum nicht? Das wird ein ganz einfaches Projekt. Ich will einfach so ein bisschen so die Mods durcharbeiten, auch vielleicht mal den Enderdrachen besiegen. Klar, es ist zwar dann auch mit Mods und so, aber es ist auch hier die 1.12.2, wie man oben links sieht. Also eine etwas neuere Version und trotz der vielen Mods eben dann nicht in der 1.7.10, sondern eben in der 1.12.2. Ja, also was ich mit so entspannt meine, ist eigentlich bisschen wie man es eigentlich aus Livestreams kennt. Dass man jetzt nicht so abblendet. Ich will mir eben Compress Creeper nicht allzu viel Arbeit machen. Also klar, das klingt jetzt halt ein bisschen komisch. Aber ich will halt einfach nur so ein Spaßprojekt machen, wo ich nicht allzu viel Arbeit mit habe. Klar, das Ganze soll schon gute Qualität haben und alles. Darum kümmere ich mich auch, aber ich will jetzt nicht irgendwas extrem Aufwendiges machen, einfach nur ein bisschen Spaß haben. So. Das ist halt mein Ziel. Also könnt ihr es gerne mitverfolgen oder eben auch nicht, das ist eure Sache. Wenn ihr es vielleicht auch interessant findet oder welche Vorschläge habt, dann gerne in die Kommentare und könnt natürlich auch gerne dieses Projekt unterstützen, indem ihr einfach den Kanal abonniert und das Video auch mit euren Freunden teilt und so weiter. Ich würde da gerne auch einen Server machen, aber Server zum Beispiel kosten eben Geld und also ich meine, dann könnte ich halt mit anderen spielen, aber es kostet eben Geld und da ich keins verdiene, werde ich es auch nicht ausgeben. Das ist direkt Eisen, weiß ich nicht, ob es jetzt so praktisch ist, mir das alles aus Stein zu bauen. Davon abgesehen gibt's. Ja, na, mal sehen. Gott, ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Ja, gut, ich hätte mir die Tools gleich aus Dings machen können. Gibt's nicht sogar. Ich glaube, ich habe in dem Pack sogar Vein Miner drin. Vein Miner mit C. Okay. Doch Vein Miner dürfte auch mit. Mit den ganzen Tinkers Construct Tools funktionieren. Ja, also es sind sehr viele Mods drin. Ich hatte vorhin geguckt, es sind 81 Mods, glaube ich. Ja, doch, müssen 81 sein. Das ist ja schon ordentlich was. Gut, dafür frisst das Modpack auch ein bisschen. Bisschen PC-Leistung, aber gut, damit habe ich eigentlich jetzt kein großes Problem. So ist es dann halt. Was gibt's denn noch? Es gibt den Stencil Table, den Part Builder, dann gibt es noch die Forge. Warte mal, es gibt. Ah, mit dem Crafting Table, stimmt. Das crafte ich auch erstmal um. Den Crafting Station ist so prinzipiell das geilste, was es gibt, immer weil du die Items drin liegen lassen kannst. Und sie werden auch in der neueren Version angezeigt. Aber gut, das war mir jetzt nicht ganz so wichtig.
So, das Zeug werde ich dann aber auch erst in einem Zuhause hinbauen. Also erstmal Kupferrüstung oder so kann ich mir dann bauen, also Kupfer. Warum ist eigentlich das Kupfer nicht grün? Das wäre vielleicht noch ein interessantes Detail. Und eigentlich ist ja Kupfererz grün. Ja, ME-System, das ist auch alles drin. Da gibt es wirklich viel zu tun hier. Ich spiele auf normal. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt so Lust drauf habe, in die Dings reinzugehen. Hat auch keine Fackeln, aber war hier nicht irgendwo Kohle? Da oben. Ja, eben, und mein Motto ist ja einfach nur Spaß haben. Also. Funktioniert ja auf YouTube so nicht, dass man sagt, ja, ich will jetzt unbedingt bekannt werden, sondern es geht eher so, dass du du machst halt einfach so dein Ding und lockst dann eben Leute an, die dein Ding feiern und mitmachen und daran Spaß haben, und dann so baust du halt die Community auf. Das tut halt immer dann den meisten Leuten weh, weil sie sich das nicht vorstellen können, dass dann, weil man halt, das kann ich auch verstehen, dass man eben irgendwann, was ist ein Creeper, dass man schon Erfolge verzeichnen möchte, aber na gut. Man will halt irgendwie Erfolge verzeichnen. Ja, das ist auch verständlich. Will ich auch. Aber so funktioniert es halt leider nicht. Was ich so langsam auch mitkriege. Und deshalb, naja. Deshalb mache ich jetzt dieses Projekt hier. Einfach weil ich Lust auf Minecraft habe, auf die ganzen Mods und so weiter. Und gut, auf Subnautica hätte ich auch ein bisschen Lust, aber ich glaube, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit, bis ich das anfange wieder zu spielen. Weil ich jetzt aktuell Below Zero gespielt hatte und deshalb, ja. Subnautica ist halt in meinen Augen, es ist ein echt geiles Spiel, aber es hat doch schon ein ganz gutes Langeweile-Potenzial. Was ich ein bisschen schade finde. Also, wenn man eben nicht weiß, was man weitermachen soll, das finde ich auch in Below Zero, glaube ich, noch schlimmer als im normalen Teil. Weil im normalen Teil, da ist, okay, man muss zwar auch vieles selber machen, aber ich finde, man ist schon eher noch an so einer geführten Hand. Da hinten ist ein Dorf. Und das mag ich dann schon an Spielen. Klar, Freiheiten und so sind wirklich toll, aber wenn es halt so ein krasses Story-Spiel ist und man da nicht weiß, wie man weiterkommen soll, was man als nächstes machen soll, und dann irgendwie stundenlang einfach nichts weitermacht, als nur durch die Gegend laufen, schwimmen, was auch immer, durch die Gegend gucken, und es passiert einfach nichts, dann ist es halt doch durchaus langweilig, und das finde ich halt ein bisschen schade. Und bei Below Zero, finde ich, ist man dann noch weniger an die Hand genommen, wie auch immer. Ja,
Ja, und deshalb. Es ist halt so ein bisschen so ein Spiel, wo man jetzt nicht sagt, okay, das will ich unbedingt jetzt dreimal hintereinander durchspielen. So wie zum Beispiel Prey. Prey würde ich auch gerne mal let's playen. Das werde ich vielleicht auch irgendwann machen. Aber es ist halt dann doch schon ein älteres Spiel. Und klar, okay, es ist halt, wie gesagt, man soll machen, was einem Spaß macht. So. Und nicht unbedingt jetzt sagen, ja, Prey ist ein älteres Spiel, das guckt sich doch eh keiner an. Ja, es kann sein, dass es so ist. Oh nein. Es mag sein, dass es sich keiner anguckt, aber das sollte mich ja eigentlich dann nicht davon abhalten, es trotzdem zu spielen, eben weil es mir ja trotzdem Spaß macht. Ja, naja. Oh no. Solange ich nicht so lost wie Trimax bin. Guten Tag, Sir. Was haben wir denn Schönes? Komm, ich hole gleich 5. Kann man die nicht sogar klein craften? Nee, geht nicht. Ich dachte. Ja, was will ich denn auf jeden Fall? Ich brauche auf jeden Fall Essen. Eisen brauche ich und Kupfer wäre auch praktisch. Dann kann ich noch das Matten durchschmelzen und vielleicht noch Osmium. Osmium ist eigentlich auch ein gutes Erz, aus dem man Zeug craften kann. Das Stream brauche ich erstmal nicht. Materials and You eigentlich auch nicht. Was steht denn da eigentlich drin, außer klar, die Smeltery weiß ich, wie die geht. Was ich da alles brauche, was ist eine Tinker Tank? Okay, das kenne ich nicht. Oder ist das... Ah, it's a giant tank holding much more liquid than a Smeltery. Without heat causing no... Aber ohne Hitze? Ja, was bringt mir der Tank? Kann ich das dann rüber nach... Can be any size? Ja, aber das kann man auch da nicht anschließen, oder? Doch, das muss man ja irgendwie anschließen können. Oh, was hier Furnace, was kann das Ding? Okay, also das ist die Smeltery. Die Smeltery kenne ich. Is master to our furnaces. Quarter six was cooking with great speed. Das ist praktisch ein Ofen. Aber ich weiß nicht, was der Tinker Tank bringt. Es ist halt ein gigantischer Tank, der halt mehr von diesen ganzen Erzen halten kann oder Metallen. Achso, warte, was war das? But without heat condensers. Aber man kann halt keine Erze reinlegen, die dann eingeschmolzen werden und es verbinden sich keine Metalle. Floor and ceiling with frame. Can be built using any combinations here from. The floor and ceiling frame must be the sit blocks or drains. Aber das kann man nicht wirklich. Man kann es nicht richtig nutzen. Egal. Jedenfalls, also die Sachen brauche ich eigentlich noch nicht. Ist noch nicht interessant. Und ich meine. Den Tank, den kann man ja auch irgendwie dann nicht wirklich anschließen, wenn ich das richtig, also anschließen an die Smeltery. Ich meine, wir sind eh noch nicht bei der Smeltery, das heißt, da kann man sich noch Zeit lassen und das dann später alles machen. Aber... Naja. Hin.
wenn ich mir craften möchte. Das ganze Monster. Seine Eisen macht 6 und Osmium 8. Okay, ich mache mir auf jeden Fall ein Osmium-Schwert. Das ist schon mal. Jetzt kann ich auch mal Chestplate gucken. Eisen macht 6. Osmium. Okay, da ist Eisen besser. Ah ne, warte mal, was ist denn das? Warte mal, was ist denn das? Das Pinke. Das Pinke macht Pink, das Türkise meine ich. Osmium hat halt auch mehr HP. Mehr HP. Ich würde mir schon gerne. Ja, ich würde. Also so Rüstung und so würde ich eigentlich schon gerne aus Osmium machen, aber ich meine, Osmium brauche ich auch noch. Anders. Ach Junge, die nerven mich halt so dermaßen jetzt. Komm doch her! Ja, das erste, was ich eigentlich brauche, ist der Pulverizer. Das geht zwar, wie ich letztens gelernt habe, auch mit der Smeltery, aber die Smeltery ist teurer als der Pulverizer. Gut, ich brauche zwar Gold und Redstone, aber ansonsten... Ja, und halt so ein bisschen Zinn, Eisen, Glas und so. Aber... Echt, das nervt. Ruhe. Ich könnte mir mal, wenn ich jetzt einfach mal gucke, Steinspitzhacke, die hat 131 Haltbarkeit und Level 3. Achso, hier kann ich auch gucken, ja, okay. Electrical, ne, irgendwo kann man doch, glaube ich, die ganz normalen, wenn man jetzt auch mit Dark Pickaxe, wenn man alles aus einem Material macht, dann kann man doch trotzdem hier noch sehen, was die für Stats hat. Was sieht denn Electrical aus, wie Stein, ach, Stein. 4, also, oder 1,2 ist, glaube ich, dann die Abbau-Dings, oder? Weiß ich nicht. Stats 4, Durability 16, ja, das ist halt kompletter Müll. Das macht 131, 1,2, achso, das ist Attack Speed. Also das ist 3 und das ist auch, na gut, das ist Attack Damage 4, aber ich glaube, das ist trotzdem das gleiche Mining Level. Jetzt kann ich auch mal hier nochmal Chestplate, das sieht man doch, glaube ich, auch. Ach so, Armor Toughness und Armor. Okay, das heißt, Osmium bringt zwar weniger Armor, also weniger Rüstung als Eisen. Dafür bringt es noch einmal Toughness. Ich weiß nicht, was das bringt, aber es... Naja, weiß ich nicht. Ach, so. Das sieht schon cool aus, das Schwert. Ja. Das heißt, ich crafte mir auf jeden Fall Steinspitzhacken und noch eine Eisenspitzhacke. Ach so. Aha. Eisen hat 4 und 1,2. Und Osmium. Da ist auch Osmium schon wieder stärker als Eisen. Ich glaube, Osmium kann kein... Vein Miner, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das ging irgendwann mal nicht. Dürfte alles durchgeschmolzen haben, oder? Ja.
Die Seeds sollte ich behalten. So, meine Lieblingsquelle brauche ich nicht. Das eine Holz brauche ich dann nicht. Ah, Backpack. Ah, dafür brauche ich auch das Camp Leather. Ach nee, dafür brauche ich so viel String. Ach, verdammt. Schade. Aber ich glaube, ein Satchel gibt es doch, oder? Satchel Basic. Das kann ich bauen. Harden, dafür brauche ich Invar. Okay, Invar kann ich nicht, aber ich kann mir zumindest mal zwei Standard Satchels bauen. Dann kann ich zumindest das, was ich jetzt schon gefarmt habe, verstauen. So. So. Nee, warte, wie ging das? Das war schon richtig. Ah, doch, ich hab nochmal Tin, guck an. Sehr schön. Ja, ist halt wenig Platz drin, aber. Passt schon. Öfen kann ich da reinmachen. Die Satchel. Da sind Erze rein. So. Das brauche ich auf jeden Fall. Das Bett brauche ich eigentlich auch nicht. Zwei Öfen lasse ich mal draußen. Das Schwert brauche ich nicht. Die Kohle brauche ich. Die Spitzhacke nicht. Das Essen könnte ich da alles noch. Vainminer ist einfach der geilste Mod, den sich jemand ausgedacht hat. Na gut, Timber-Mod ist zwar eigentlich das gleiche, aber es geht halt nicht mit Erzen. Ich habe jetzt einfach innerhalb von 2-3 Minuten noch direkt Stackholz gefarmt. Ja. Das rein, das rein, das rein. Okay. Dann würde ich sagen, war es das aber auch schon für diese Folge. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich war jetzt nicht zu langweilig unterwegs oder so. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal einiges gesammelt. Wir haben eigentlich schon ganz gute Startausrüstung jetzt hier. Dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann wie gesagt, zeigt es gerne, indem ihr den Kanal abonniert, indem ihr ein Like da lasst. Dann sehe ich auch, dass es Leute gibt, denen es gefällt. Und gerne auch mit euren Freunden teilen. Denn, naja, das zeigt mir dann eigentlich noch mehr, dass. Also, weil es ja dann an andere Leute noch weiterbringt. Das hilft mir am Ende dann eigentlich noch mehr, als nur sagen, ja, es gefällt euch. Also teilen bringt echt viel und deshalb bitte ich einfach darum und ja.
Ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr schönen Tag. Haut rein. Und ciao.